Sie fragen, ich antworte. Unter diesem Motto habe ich vor kurzem hier auf YouTube dazu natürlich einmal aufgerufen, mir ganz persönliche Fragen zum Thema Geld zu stellen. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die vielen Fragen, die mich sowohl in den Kommentaren und per E-Mail erreicht haben. Vier davon werde ich heute mal mit bissem Gewissen, ja, nach meiner Einschätzung hier beantworten wollen. Vorweg sei allerdings noch eins gesagt, dass die Beantwortung auf keinerlei Anlageberatung oder dergleichen abzielt. Ja, meine Antworten dienen ausschließlich nur der zugrunde liegenden Information, die man zur Verfügung steht und also keine Anlageberatung sind. Und somit wollen wir auch keine weiteren großen Worte verlieren und damit zur ersten Frage mal starten, die ich erhalten habe. Welche Geldanlage ist denn heute noch sicher, wurde gefragt. Also vielen Dank nochmal für die gestellte Frage, die mir doch tagtäglich immer wieder von vielen Menschen auch in meinem Investment Coaching gestellt werden. Und ich kann Ihnen gleich eins vorweg sagen, dass absolut jede Geldanlage ein gewisses Risiko natürlich mit sich bringt und es daher nirgendwo eine hundertprozentige Sicherheit gibt. Wer Ihnen etwas anderes erzählt, der lügt einfach. Denn selbst wenn Sie Ihr Geld einfach auf dem Tages- oder Festgeldkonto parken, wird über kurz oder lang die Inflation zuschnappen und Ihr Erspartes erhebliche Kaufkraftverluste natürlich zufügen. Um jedoch an Ihre Frage anzuknüpfen, sollten Sie sich immer natürlich Folgendes mal bewusst machen. Prognosen sind immer äußerst unsicher und taugen oftmals nichts, um das anstehende Jahr als Anleger ja wirklich auch zu planen. Man sollte vielmehr an einer langfristigen Anlagestrategie natürlich festhalten und natürlich sein Geld streuen, also diversifizieren, denn eben jene Diversifikation ist nun mal der einzig wirklich nach meiner Meinung wahre Risikosenker, der kostenlos eigentlich faktisch zu haben ist. Und aus der Perspektive vieler Privatanleger wird Geld überhaupt erst dadurch unsicher, dass es investiert und dadurch der unmittelbaren Verfügbarkeit natürlich auch entzogen wird. Die alles entscheidende Gegenfrage ist also ja, welcher Anlagetyp sind Sie denn persönlich? Und die Entscheidung zum Risiko ist immer ganz individuell, wie ich das auch immer wieder erlebe. Einen allgemeinen Hinweis möchte ich jedoch trotzdem mal mitgeben. Wenn Sie die Aktienquote zum Beispiel richtig niedrig ansetzen, etwa unter 30%, werden Sie dauerhaft kaum in der Lage sein, die Kaufkraft des Geldes zu erhalten. Umgekehrt ist der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite nicht linear. Bedeutet, wenn Sie die Aktienquote Ihres Portfolios erhöhen, steigt Ihre erwartete Rendite nicht im gleichen Maß wie Ihr potenzieller Schmerz, wenn die Kurse dann mal in den Keller gehen. Ja? Sie sehen also, dass das Ganze doch etwas komplexer ist und allein für diese Frage eigentlich schon ein separates Video vonnöten wäre. Ich hoffe jedoch, dass ich Ihnen auf dem Wege hier den einen oder anderen Impuls mitgeben kann oder konnte. Kommen wir also da mal zur zweiten Frage, die ich Ihnen ja auch nochmal eingeblendet habe und vielen Dank auch noch dafür, denn die private Lebens- bzw. Rentenversicherung natürlich auch betrifft, die, wenn ich es richtig verstanden habe, in erster Linie fondgebunden sind. Grundsätzlich bin ich eigentlich ein Freund solcher Modelle, denn sie decken bestenfalls ein Risiko ab, das mit einem herkömmlichen Depot nicht so einfach immer möglich ist. Und zwar das sogenannte Langlebigkeitsrisiko. Schlimmes Wort, weiß ich. Denn bei solchen Verträgen ist es in den meisten Fällen möglich, zum Vertragsende zwischen einer Kapitalauszahlung oder einer lebenslangen Rente zu wählen. Also auch mal steuerbegünstigt wählen zu können. Und letzteres würde ich in jedem Moment auf Ihrem Konto kommen, selbst wenn Ihr eingesetztes Kapital längst verbraucht ist. Und da wir heute durchaus 90 Jahre alt werden können, wäre hier eine monatliche Zusatzrente natürlich auch gewährleistet, mit der auch geplant werden kann. Hinzu kommt natürlich, wie schon gesagt, auch die steuerliche Gestaltungsmöglichkeit. Denn während der Anlagezeit fallen bei entsprechend fondgebundenen Policen, Rentenversicherung zum Beispiel, keinerlei Abgeltungssteuer an. Und bei der Rente selbst muss dann, wenn man die Rente bezieht, lediglich ein Ertragsanteil versteuert werden. Nun, bei einem 67-Jährigen wird das bedeuten, das sind so rund 17% Ertragsanteil der Rente, die zu versteuern ist. Mit dem individuellen Steuersatz natürlich, der natürlich dann unterschiedlich sein kann. 30% zum Beispiel im Schnitt bei Rentnern. Im Gegensatz dazu werden bei Fonds-Sparplänen sowohl in der Ansparzeit als auch in der späteren Auszahlung die Erträge versteuert.
Und zwar in Form, ja, höherer Abgeltungssteuer in Höhe von 25%. Inwiefern aber die Anbieter bzw. Versicherungsunternehmen auch nach einigen Jahrzehnten im Markt etabliert sein werden, ja, das ist eben halt auch etwas, was wir nicht vorhersehen können. Doch auch die Gesellschaften müssen sich natürlich an die entsprechenden neuen Marktentwicklungen anpassen, sodass in den letzten Jahren auch viele solcher fondsgebundenen Rentenversicherungen sogenannte ETF-Fondssparpläne oder Fondspolicen sind. Das heißt, dass dort in einer breit diversifizierten ETF auch investiert wird und damit natürlich langfristig auch die Inflation in den Griff zu kriegen ist oder zu schlagen ist. Nun, ich hoffe an dieser Stelle, dass Ihnen diese Punkte auch in Ihrer Entscheidung ein Stück dann schon mal weitergeholfen haben, sodass wir dann zur dritten Frage auch mal kommen, wie lange der US-Dollar noch Reservewährung bleibt. Nun, auch hier besitze ich natürlich keine Glaskugel, werde aber dennoch mal meine Gedanken auch dazu gerne mal teilen wollen. Fakt ist, dass der US-Dollar als weltweite Leitwährung lange unangefochten war, was sich aber langfristig natürlich durchaus mal ändern kann. Denn um die Dominanz des Dollars zu brechen, haben Russland und China ein eigenes Verrechnungssystem etabliert. Und auch die EU will eigentlich unabhängiger vom US-Dollar werden. Ja, ich persönlich glaube, dass gerade im asiatischen Raum, zum Beispiel China, mehr und mehr die Kontrolle rund um den Zahlungsverkehr durchaus übernommen wird und auch mit den arabischen Staaten diesbezüglich schon seit längerem im Austausch verhandelt wird. Die große Frage wird aber vor allem sein, wie die USA darauf reagieren wird, wenn andere Nationen mehr oder mehr versuchen werden, den US-Dollar als Leitwährung zu verdrängen. Spannende Frage. Kurzfristig kann ich mir hier einen Wechsel der Leitwährung aber nicht sofort vorstellen, um nochmal konkret auf die gestellte Frage eben zurückzukommen. So, und letzte Frage für heute bezieht sich natürlich, ja, wie ich das richtig deute, auf den Fortschritt des technischen Wandels und die damit verbundene Gefahr für viele Jobs natürlich auch im Zuge dessen, die wegrationalisiert werden können. Ich habe Ihnen die Frage auch hier wieder mal eingeblendet, und zwar bleibt mein Beruf des Krankenpflegers ein sicherer Job, hat jemand mir geschrieben. Und die Frage wurde eigentlich auch schon direkt unter diesem Kommentar von einem weiteren Mitglied unserer Community auch beantwortet, und diese Antwort habe ich Ihnen auch hier mal eingeblendet. Also ich glaube auch, dass Roboter oder eben auch die KI, künstliche Intelligenzen, in vielen Bereichen der Pflege Möglichkeiten der Entlastung in der Zukunft bieten werden. Aber ich kann mir Stand heute offen gesagt auch noch nicht vorstellen, dass es sich bei diesem Mangel an Pflegefachkräften, den wir ja jetzt schon beobachten können, in den nächsten 10 Jahren Sorgen um einen Arbeitsplatz machen müssen. Ja, und damit wären wir dann auch schon ganz offen gesagt am Ende unserer ersten Frage-Antwort-Runde oder dieses Videos. Hat mir übrigens eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, Ihnen ebenso konnten dem einen oder anderen Puls auch für Sie mit dabei sein. Wenn Sie auch Fragen rund um die Herausforderungen im klugen Umgang mit Geld, beim Vermögensaufbau, beim Vermögensschutz haben, dann schreiben Sie diese hier unter diesem Video in die Kommentare oder einfach mal per Mail an die eingeblendete Mailanschrift. Nun, und bei einer detaillierten Beantwortung bezogen auf Ihre individuelle Situation verweise ich immer gerne auch nochmal auf das Angebot eines kostenfreien Strategiegesprächs, mit dem wir die Infos, ja, finden Sie dazu in der Videobeschreibung, Ihnen ganz persönlich, ganz vertraulich eins zu eins weiterhelfen können. Und da eine der genannten Fragen ja auch auf die Vormachtstellung des Dollars abzielte und ich dazu erst vor kurzem ein Video veröffentlicht habe, habe ich Ihnen dieses hier links auch nochmal gerne eingeblendet. Also viel Spaß dabei beim Zuschauen und alles Gute, Ihr Klaus Abel.